Jetzt das Radio PSR Sinnlos-Telefon. Die Kult-Comedy. Die Telegate-Auskunft. Ja, guten Tag, mein Name ist Mehlhorn. Ich habe ein mittelschweres Problem. Und zwar, geben Sie mal was ein mit Insekten. Ich brauche jemanden. Ich habe nämlich ein Problem. Mhm, eine Art Schädlingsbekämpfung, ja? Ja, es geht mir mehr so um ein Insekt. Ich habe etwas größeres Insekt im Raum. Mhm. Ich weiß aber nicht, was es ist. Und das müssten Sie jetzt mal mir jemanden geben, den ich da... Weil das ist ja... Kommt immer hier um meinen Kopf rum geflogen und... Hören Sie es! Oh. Wen ruft man da an? Also ich habe hier nur die Schädlingsbekämpfung, die ich Ihnen anbieten kann. Warum lachen Sie denn? Jetzt geben Sie mir jemanden. Das ist ein Notfall. Ich höre das. Ich stelle Sie durch. APC Schädlingsbekämpfung, wir sprechen mit Frau Fischer. Guten Tag. Ja, hier ist Mehlhorn. Sagen Sie mal, wie groß wären eigentlich Mücken? Hä? Gibt's größere Mücken als normal jetzt? Keine Ahnung. Ich kenne nur normale Mücken. Weiß nicht, ob es noch Riesenmücken gibt. Da muss ich mal einen Techniker fragen. Das wäre lieb, ja, danke. Gut, geben Sie mir Ihre Rufnummer, da ich Sie zurückrufen kann. Nee, ich bräuchte jetzt mal ganz schnell eine Auskunft, weil es handelt sich bei mir um einen Notfall. Ich habe hier in der Stube ein Insekt, das ist etwas größer. Es ist aber gerade keiner da, die sind alle unterwegs bei Kunden. Ja, ich habe aber jetzt hier ein Insekt und das müssen wir jetzt mal entfernen oder Sie sagen mir, was ich damit machen soll und was für ein Tier sich hier handelt. Ja, da rufe ich einen Techniker an und der ruft Sie gleich zurück. Ich habe Angst, verstehen Sie? Ich habe das in der Stube, aus Versehen ist es durchs Fenster gekommen, hören Sie es? Ja, ich höre es. Es ist so groß ungefähr wie eine Bohrmaschine. Hä? Und hat oben, dort wo normalerweise der Bohrer wäre, hat das so, na eben durchsichtige Flügel. Bin ich jetzt beim Sinnlos-Telefon? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Scheiße. Ihr kriegt mich nie, habe ich gesagt. Sinnlos-Telefon, die Kult-Comedy bei Radio PSR.